Hi Leute, ich habe auf der Venus mit meinem Kameramann eine Dame kennengelernt. Und jetzt kam heute Timo und sagt, übrigens, der Dreh heute, ich wusste ja nicht, worum es geht und wir sind immer noch nicht. Das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass wir gleich noch einen Gast wieder abholen. Und zwar David Hein von Behind. Au! Au! Und! Ja, was soll ich erzählen? Wir warten. Wir parken jetzt hinter diesem Van, weil du es gesagt hast. Ich habe ein bisschen Angst. Mein Lieblingsblondchen. Du weißt schon, was heute abgeht, ne? Rache ist süß. Wofür denn? Ah, du warst ja auch, ja, du warst in dem Dumm-Fick-Gut-Film. Sag mir mal, wie viele Bundesländer hat in Deutschland? Du Arsch. Warte. Hessen? Willst du meine Hände haben? Wir machen heute einen Killer-Pussy-Tag. Sollen wir dich mit Killer-Pussy ansprechen, Frau Killer-Pussy? Nenn mich einfach nur Herren. Du bist mein Fläumchen. Ja. Ja? Und du bist Rosetta. Ich würde einfach sagen, wir gehen jetzt mal rein. Ich werde euch jetzt erstmal kurz einen Vertrag geben. Und ihr werdet ihn unterschreiben. Ihr könnt mir kurz mal und, was? Rechte des Sklaven. Die Herrin hat das Recht, ihm Schmerzen zuzufügen. Ja, Aaron, dann machst du dich mal als erstes mal unfrei. Wolltest du jetzt nicht sehen, wo es ich hab Angst vor Schlägen. Das ist, Martin Rütter erzieht die Hunde auch nicht mit Schlägen. Das passiert mit Kindern, wenn die nicht erzogen werden. Jetzt werden wir dich erstmal hier so ein bisschen verkabeln. Die hier mache ich mir jetzt gerade an die Beine und damit werde ich dann hier Strom schlagt. Die erste Runde wird jetzt beginnen und wir werden mal testen, wie gut ihr euch kennt und wie gut ihr überhaupt. Ich kenne ihn doch ja nicht. Ist mir scheiße, ja. Ich werde euch jetzt einfach mal testen und fragen. Gibt's ein Notwort? Ich will auch meinen Spaß haben. Ja. Eierlikör mit Sahne. Das kann ich gar nicht aussprechen. Ja, ich weiß. Musst du auch nicht, weil genau in dem Moment wäre ich auch schön. Alter! Was war das Erste, was ich heute gesagt habe? Warte kurz. Eins. Nein, warte. Ja. Ey, sei mal so fair. Hallo? Nicht so deutlich. Jetzt komm! Hallo, mein Lieblingsfläumchen, habe ich gesagt. Mein Lieblingsfläumchen? Stimmt, du hast vollkommen recht. Ja. Wie viel ist 3 plus 7 mal 2? 3 plus 7 mal 2. 2 mal 7 sind 14. 17. Was für Socken trägt er gerade? Was? Was ist denn das für eine Frage? Sie stinken auf jeden Fall. Scheißegal. Du bist bestimmt ein Grauträger. Nein. Wie was? Wie? Nein, zeigst du. Nein. Ich will zucken sehen, komm schon. Oh! Okay. Oh, oh. Einmal so, muss er noch. Für die, Leute, für die Leute, so tanzt David auch in der Disco. Scheiße, wir waren nicht vorbereitet, das war? Ja. Eineke mit Sahne, aua. Aua, warum hast du das nochmal angemacht? Ich hab gar nichts gemacht. Aus? Keine Ahnung, ich hab's mir auf dem Ohr. Achso, nee, ich hab in die falsche Richtung gedreht, sorry. Na gut, ich geb auf hier, nimm den. So habe ich dich noch nie gesehen, so möchte ich dich auch nie wieder sehen. Ja, also Aaron kriegt jetzt seine richtige Strafe, weil er jetzt nämlich sich überhaupt nicht gut getan hat. Und deswegen werde ich mal hier eine schöne Kerze anzünden. Okay. Rosetta, du kannst das dann schön abschlagen. Das ist ja nicht drauf. Doch! Was kommt denn da für ein Mädchen in euch? Halt die Klappe, Mann! Hallo, öfter hier, hallo! Aua, aua! Eierlikör mit Sahne! Naja! Aua, das ist so schön! Okay, jetzt hast du einen ganz großen Schuss. Hatte ich schon seit der ersten Sekunde. Beeil dich! Hat er ein rotes Gesicht? Hat er? Ja, ne? Jetzt geht's, das ist schön, wenn man dich auspustet. Halt aber so. Nein! womit schlägt man das denn am besten? So. Damit. Und
Will ich mal zeigen? Oh, was? Alter! Viel Spaß! So, runter mit dir! Ey, David, ey, David! Richtig, ob das richtig ausgeführt ist? Es geht um eine Freundschaft! Oh, dass darauf Leute stehen! Aua! Oh, ich stehe da voll drin auf, muss ich gerade mal. Sag mal, suchst du noch einen Mitarbeiter? Auf den Boden! Du Schwein, du! Aua! Jetzt entschuldigst du dich nur mal bei der Herrin, weil du so frech warst. Entschuldigung! Schaut da! Entschuldigung, Herrin! Entschuldigung, David! Jetzt guckst du mich dabei schön an. Entschuldigung. Zweite Runde. Jetzt wollen wir erst mal sehen, ob die es Experten sind oder nicht. Ich vermute mal eher nicht. Pläumchen. Das ist sehr einfach. Warte, da muss ich mal Enttäusch kurz mich nicht. Oh. Ah, okay, ich weiß, was es ist. David, hier hast du es? Ja. Okay. Ein Rohrstock. Ja. Ja, hab ich auch gesagt. Hm. Hey, achso, sorry. Ja. Er hat's ja, verloren. Ja, Aaron, hast wohl schon wieder verloren. Ja, er hat schon wieder verloren. Beine auseinander, Siehst du, musst du dich halt eben beherrschen. Oh, auf den Finger. Was ist das für ein böser, frecher Junge? Auf die Knie. Auf die Knie, richtig. Ja, das ist... Mach schon. So. Oh, voll auf den Finger gehauen. Versuchst du mal in die Kamera zu gucken? Wo ist die denn? Da. Und jetzt sagst du mal, ich bin ein Fläumchen. Ich bin ein ganz kleines Fläumchen. Nee, da weigere ich mich. Doch. Ja, oh, nicht hauen. Ich bin ein Fläumchen. Ja. Ich bin ein ganz kleines Fläumchen. Genau. Ja, das hast du sehr schön gemacht. Jetzt darfst du wieder aufstehen. Nicht für alle Fläumchen. Und nicht auf die Brüste fassen, bitte. Du setzt dich jetzt dahin. Ein Versuch hast du. Ja. Nimm das. Ja, ich weiß was, das ist so eine, nee, warte mal. So eine Kugel? Ist es so rum? Nee, so rum ist falsch. Wie rum nimmt man's? So oder so? Du musst mir jetzt keine Fragen stellen. Ich aber sag's nicht laut. Ja, aber dann sagst du es wieder schneller nein, und dann nein, hab nein, ich verloren. Nein, mach ich nicht, Wir machen dann auf drei. Okay. Ja, okay. Ja, okay. Hier, guck mal. Nimm mal. Ich freu mich schon. So. Ja, okay. Weißt du, was das ist? Ja. Eins, zwei, ich würde sagen, das ist so ein Ball für den Mund. Alter. Das ist Betrug. Der Betrug kriegt man, Nee, jetzt bist du an der Reihe. Runter mit dir. Jetzt dreh dich mal bitte um. Au! Hey, krass. Mach. Au! Alter. Au! Jetzt bedankst du dich mal bei mir. Danke, Herrin, dass du mir auf den Arsch gehauen hast. Sehr gut. So, das werden wir niemals erraten. Schnauze. Schön. Es geht nämlich jetzt weiter. Und ich werde mit euch, das wird keiner von euch herauskriegen. Bitteschön. Ich würde jetzt schon sagen... Schnauze! Ich will gar nicht wissen, wo das schon vorher gesteckt hat. Also nimm's mal in den Mund und sag's dann. Hier geht was auseinander, wenn ich unten drücke. Au. David, das muss man im Mund nehmen, um rauszukriegen, was das ist. Mach mal. Okay. Ja, ich weiß, das ist ein Analspreizer. Ein Analspreizer? Nein! Es ist nämlich ein Spekulum. Das wollte ich nämlich eigentlich sagen. Ja, aber guck mal, du hast ihn jetzt nicht mehr raten lassen. Jetzt haben wir ja beide verloren. Nee. Genau, deswegen werde ich jetzt mit euch beiden spielen. Hör mal bitte auf, was willst du jetzt machen? Ich schwöre dir, David ist auch einer der Frauenschneiden. Wir sind jetzt schon so lange unterwegs und keiner von uns hat jetzt irgendwas getrunken. Deswegen würde ich jetzt vorschlagen, ihr kriegt jetzt einen ganz speziellen Cocktail. Für das Fläumchen ein bisschen Pflaumenwein. Und das hier ist Chilisauce. Richtig schön scharf. Oh, mir tut jetzt schon der Bauch weh. Ja, die halbe Flasche ist. Ich kann noch Vertragsschärfe. Die Flasche ist praktisch fast leer. Schluck runter, du Pflaume. Ey, ich trinke. Mach schon. Hallo, unter Druck geht mal gar nicht. Was für die Bestrafung. Trink jetzt, Mann. Super. Jetzt musst du aber genauso viel noch trinken. Geht doch. Ja, natürlich. Das ist widerlich, ey. Rosetta, herkommen. Oh, nee. So. Kommst jetzt nämlich schön mit. Runter mit dir. Komm schon, ein kleines. Los.
Rein mit dir. Und hier bleibst du jetzt so lange, bis ich einfach keine Lust mehr habe. Da ist er wieder, das Schadenfreude. Sehr gut. Trotzdem muss ich sagen, David, erstmal danke, dass du heute wieder mitgekommen bist. Jetzt das war das erste und letzte Mal, habe ich mir gerade überlegt. Spontan. So, ihr Drecksäue, wir sind die Killerpussies. Genau, und uns könnt ihr nämlich buchen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie wir ein bisschen mit meinem Fläumchen gespielt haben und mit, mit der kleinen Rosetta. Ihr könnt uns definitiv auch buchen für eure Party. Checkt unsere Seite aus. bizarre-verteil.de. Wir haben einen tollen Van und sind für jede Party immer da. Ja, Leute, ich habe heute mein letztes Stückchen Würde verloren. Wenn euch der Kanal trotzdem gefällt, dann drückt doch einfach abonnieren, dass ihr nichts mehr verpasst. Wenn ihr Bock drauf habt, um mal ein bisschen Niveau wieder in meinen Channel zu kriegen, dann gibt es ein paar gute Clips. Und zwar, ich habe mich mit Politik befasst. Das sage ich jetzt hier so linked, ist das schlecht. Klickt hier, wenn ihr wissen wollt, wie viel euer Geld da wert ist. Und unten ein Integrationsclip. Und ey, es tut mir leid, Mutti und Papi. Hallo? Ist noch jemand da? Der Schlüssel fehlt. Hallo? Oh Mann.